Nigeria sind letztes Wochenende erneut 29 Christen von islamistischen Fulani-Milizen ermordet worden. Die Angriffe zielten nach Angaben der örtlichen Kirche darauf ab, die christlichen Landbesitzer zu vertreiben. Der Kommunikationsdirektor der betroffenen Diözese Pangshin, Pater Andrew Dewan, erklärte, die Angriffe begannen am Freitag und dauerten den ganzen Samstag und Sonntag an. Ungewöhnlich sei gewesen, dass die Angriffe tagsüber stattfanden. Pater Dewan betonte, dies ist eine Abweichung von der üblichen Methode, nur nachts zuzuschlagen. Jetzt finden die Angriffe am helllichten Tag statt, wenn die Menschen es weniger erwarten. Bereits am Ostermontag hatten Fulani-Milizen einen Überfall verübt, bei dem 10 Christen getötet wurden, darunter eine schwangere Frau und ihr ungeborenes Kind. Ein Jahr nach dem Beginn des blutigen Bürgerkriegs im Sudan hat Kirche in Not eine traurige Bilanz gezogen. Im Land kämpfen seit dem 15. April 2023 zwei Generäle mit ihren Armeen gegeneinander. Kirche in Not, Projektverantwortliche Kinga von Schierstedt sagte, der Krieg der Generäle führe zum langsamen Tod der sudanesischen Bevölkerung. Die jüngsten offiziellen Zahlen sprechen von knapp 14.000 Toten und 8,1 Millionen Vertriebenen. Schierstedt betonte, angesichts der Intensität dieses Krieges fragen sich viele vor Ort, wie die beiden Seiten nach einem Jahr Kampf über so viele Waffen verfügen können und wer sie finanziert. Die Christen im Land machen nur 5% der Bevölkerung aus. Das kirchliche Engagement ist inzwischen großflächig beeinträchtigt. Viele Missionare und Ordensgemeinschaften mussten das Land verlassen. Pfarreien, Krankenhäuser und Schulen haben ihre Arbeit eingestellt. Doch im Kleinen gibt die Kirche weiter Hoffnung. So gab es in Port Sudan in der Osternacht 16 Taufen und in Kosti wurden 34 Erwachsene gefirmt. Der Auftrag von Kirche in Not bleibt. Wir müssen die Hoffnung inmitten der Finsternis bewahren. Helfen Sie uns dabei. Vergelt's Gott für Ihr Gebet und Ihre Spende. Musik.